Ich darf Sie herzlich aus dem Atatürk Olympiastadion begrüßen, liebe Fußballfreunde. Willkommen zu diesem Spiel. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Heute übertragen wir für Sie ein Nationalmannschaftstestspiel. Türkei gegen Niederlande. Ich bin sicher, das wird ein tolles Spiel. Da ist einiges drin und wir freuen uns, dass wir dabei sein dürfen. Im Atatürk Olympic Stadium sind wir unheimlich gerne zu Gast. Ist so eines dieser Stadien, die den Geist des türkischen Fußballs atmen. Absolut, Wolf. Die Stimmung hier immer wieder sensationell. Das ist fast unvergleichlich, was die Fans hier veranstalten. Und dazu passen dann oft auch die Leistungen auf dem Rasen. Mahmut Tekdemir. Er passt ihn auf den Flügel. Sie bringen den hohen Ball. Mahmut Tekdemir. Sehr guter Einsatz. Weg ist der Ball. Burak Yılmaz. Guter Zweikampf. Yusuf Yasici. Yasici! An den Pfosten. Super gemacht. Gute Verteidigung. Sie wollen den Führungstreffer. Das ist nicht zu übersehen. Hier hat es noch nicht geklappt. Das Aluminium ist im Weg. Ballverlust bei der Türkei. Jetzt die Niederländer. Jorginho Wijnaldum. Da verlieren die Niederländer den Ball. Die Verletzung scheint doch schlimmer zu sein. Jetzt sollen die Spieler mehr Druck nach vorne entwickeln. Was meinst du dazu, Buschi? Ja, wichtig ist auf jeden Fall, dass sie die richtige Balance finden. Wenn sie jetzt zu sehr auf die Offensive setzen, werden sie hinten anfällig. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Da ist Platz auf dem Flügel. Memphis. Oh, da ist er durch. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Ein guter Doppelpass. Ballverlust bei den Niederländern. Pass auf die Außenbahn. Und da ist der Ball wieder weg. Ja, klasse Pass. Ah, da passt er nicht auf, nicht gut verteidigt. Gut gespielt, Ball geht nach außen. Gute Chance für eine Flanke. Erstmal geklärt. Das könnte gleich den nächsten Angriff geben. Memphis. Memphis Depay. Die Chance. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Hier nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen den Konter und dann hat er wirklich nicht viel Platz, aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Jetzt haben sie die Führung, die Holländer. Es gibt Einwurf. Memphis jetzt. Super dazwischen gegangen. Das macht er gut. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Berghuis. Wijnaldum. Luc de Jong. Und der Ball ist erstmal weg. Keine gute Ballannahme. Druck war zu groß. Der Ober, der fordert den Ball. Bringt den Ball jetzt in die Mitte.
jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Okay, Yukuşlu. Erkin. Nachspielzeit, eine Minute. Zur Pause haben wir eine ganz enge Führung. Ein Tor nur. Geht da noch was? Glaub schon. Wir haben das grundsätzliche. Holland liegt hier zu Beginn des zweiten Abschnitts vorne. Bislang wirklich eine gute Leistung von Oranje. Frenkie de Jong. De Vrij am Ball. Pass auf außen. Jorginho Wijnaldum. Ja, das hätte was werden können. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Da ist er alleine durch. Die Riesenchance. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Super Aktion, der Ball kommt an. Die Niederländer mit dem Angriff. Er wirft sich in den Schuss, das war Holland mit dem Tor. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr ausgehebelt. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Das ist eine beruhigende Führung für sie. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Ist hier immer noch am Ball. Zuspiel geht hier ins Aus. Es gibt Einwurf. Çalhanoğlu. Da holt er den Ball zurück. Luc de Jong. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Wijnaldum. Jetzt die Niederländer. Wijnaldum. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Und das macht ihn als Keeper so stark, dass er solche Szenen liest. Ecke in die Mitte. Wichtig, dass er da klärt.
Luc de Jong. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Es gibt Ecke. Die Ecke kommt. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Yusuf Yasici. Mehmet Sekicilik. Burak Yılmaz. Die Türkei jetzt mit dem Angriff. Guter Einsatz, Ball ist erstmal wieder weg. Hakan Çalhanoğlu. Yasici mit der Chance. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Ballverlust der Niederländer. Das Spiel ist bald vorbei. Und wenn man ehrlich ist, war es eine einseitige Nummer. Hier dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Und jetzt müssen sie auswechseln. Der Spieler ist zu stark verletzt. Ich hoffe mal, dass es keine allzu schwere Verletzung ist. Freistoß für die Niederlande. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Die Türken verlieren den Ball. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Guter Pass jetzt. Hakan Çalhanoğlu. Verteidiger ist da, er hat den Ball. So, Schlusspfiff in dieser Begegnung. Der Sieg geht heute an die Gäste. Das war wirklich ein überzeugendes Spiel. Und das Ergebnis spiegelt so auch den Spielverlauf wider. Sie waren die klar bessere Mannschaft. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Schöner Auftritt heute von ihm. 2 Tore gemacht, gewonnen. Was will man mehr? Memphis Depay. Die Chance! Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Oh, das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie. Da ist er alleine durch. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Die Niederländer mit dem Angriff. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Holland mit dem Tor.